Are you ready? Ja, immer. Sehr schön. Ja, hallo. Ich habe gerade hier eine Gästin an Bord und zwar Bleeptrack. Du bist generative Künstlerin. Kann man dich so nennen? Darf man dich so nennen? Ja, geht auf jeden Fall. Ich habe immer so ein bisschen versucht, mir einen Jobtitel zu geben und bin gerade bei Creative Technologist hängen geblieben. Aber es ist schwierig und generative Künstlerin trifft es auch auf jeden Fall gut. Du, selbst als Podcaster ist es schwierig, einfach irgendwie, ich mache was mit Computern, das reicht dann wahrscheinlich genau. Schon. Willkommen im CM-Magazin. Wir haben hier in den letzten Wochen mit verschiedenen Leuten, habe ich hier schon gesprochen, über DALL-E, DALL-E 2, Version 2. Und DALL-E 2 ist ja dieses, ja, wie nennt man es? Dieses neuronale Netz, was auf Zuruf Kunst generiert. Kann man so sagen, ja. Ist noch nicht lange da jetzt, ne? Ich glaube, knapp 2 Wochen. Es ist jetzt announced quasi und es fallen immer mehr Bilder raus von Leuten, die schon Zugriff haben. Ich nehme an, da sind viele Beta-Tester noch drauf. Genau. Die große Masse hat noch keinen Zugriff. Das heißt, im Moment sind diese Ergebnisse alle noch gefiltert auf irgendeine Art und Weise. Also ich glaube, die haben keinen Maulkorb, was sie rauslassen dürfen, was nicht. Aber es ist natürlich wie bei allen Sachen, man zeigt dann halt das Schönste vor, was man hat. Und ich würde sagen, da ist dann doch wahrscheinlich auch noch genügend Müll, was aus dem Ding rausfällt. Bevor wir da mal ein bisschen in die Diskussion einsteigen, vielleicht erzählst du mal ein bisschen was über deine Kunst. Was tust du überhaupt? Hast du auch einfach so eine Kiste, wo du einen Knopf drückst und dann fällt was raus? Oder wie sieht das aus? Im Endeffekt mache ich das schon. Ich mache es zum Teil vielleicht ein bisschen anders als die Leute von OpenAI und zum Teil aber vielleicht auch. Aber du baust die Kiste, ne? Das ist das Ding. Ich baue die Kiste, genau. Also die meisten Sachen, die man von mir momentan online sieht, sind sehr handgefertigt, könnte man sagen. Das ist eher so das Vorgehen, was man aus prozeduraler Generierung von Computerspielen vielleicht kennt, ne? Wo so Welten erzeugt werden oder Levels oder sowas. Das heißt, handgefertigt heißt aber, dass du die Maschine handgefertigt hast, die diese Sachen generiert. Also die Sachen selber, da bist du jetzt nicht am Malen und Machen und Tun, sondern du lässt dann schon deine Kreation quasi Sachen kreieren. Genau, also das ist praktisch ein handgefertigtes Regelwerk und es ist eben nichts Lernendes. Also ich fütter nichts rein, das lernt und es kommt was raus, wie OpenAI jetzt zum Beispiel funktionieren würde, sondern ich denke mir ein Regelwerk aus und nach diesem Regelwerk würfelt dann ein Algorithmus Bilder aus im Endeffekt. Okay. Da kommen dann Sachen raus. Wir verlinken am besten mal in der Beschreibung so ein bisschen, was das für Sachen sind. Also das sind ja von irgendwelchen, ja, ich weiß nicht, du hast Stühle gemacht, die aus prozeduralen, so fast schon wie so Korallenriffe irgendwie daherkommen, bis zu handgenerierten Aufklebern mit, genau. mit Fingern drauf. Und das heißt, okay, du legst also fest, was soll das Ding tun? Wie soll das Ergebnis quasi, in welchem Frame soll sich dieses Ergebnis bewegen quasi? Und da gibt es dann Variationen davon, die dann aber vom System irgendwie erzeugt werden. Ja, genau. Also ganz klassisch macht man das echt einfach mit Zufallswerten. Also ich sage sowas wie, keine Ahnung, ne, wenn man jetzt irgendwie so den Finger nimmt und irgendwie einen Finger, der kann halt minimal so lang sein und maximal so lang. Und in dem Bereich dazwischen darf dann ein zufälliger Wert gewürfelt werden. Das wäre so ganz klassisches Vorgehen. Tja, okay. Und die Sachen, die du da machst, die sind ja dann am Ende auch, nicht alle, aber manche zumindest auch Produkte, physische Produkte, die es dann irgendwo in irgendeiner Form gibt. Also die man dann tatsächlich in der Hand halten kann. Genau, da habe ich irgendwie Spaß dran, dann irgendwie zu sagen, das wird irgendwie physisch, ne? Genau, der Stuhl oder man macht irgendwie, schmeißt es danach in den Lasercutter und das ist irgendwie, man kann es zusammenstecken und dann wird das so eine Skulptur oder sowas, genau. Oder diese Platinen, wie sind die nochmal? Ja, genau, die Pico Planets, genau. Die Pico Planets, wo du dann auch
im Prinzip generierte Planeten drauf, was die dann auf Berührung irgendwas tun. Mhm. Ja, und dann kommt sowas wie OpenAI daher und letztendlich brauchst du dem nur noch sagen, hier, das ist das, was ich haben will, mach mal. Und dann fällt da hinten was raus. Im Moment ist das nicht physisch, ne? Das sind irgendwelche Bilder, Kunst. Richtig, genau. Also vom in verschiedenen Stilistiken, vom Gemälde über, was weiß ich, im Stil von Picasso bis zu fotorealistisch, was natürlich für mich jetzt besonders interessant ist in der Fotografie. Mhm. Und ja, das ist schon, was man so sieht, ist schon recht erstaunlich, was da rauskommt. Ja, finde ich auch. Also ich verfolge diese KI-Kunstszene auch und bin ja in einem gewissen Teil auch mit drin. Also ich promoviere nebenbei und mache da auch generative Dinge mit neuronalen Netzen, aber jetzt nicht auf einem Pixelbild oder jetzt auch nicht um fotorealistische Dinge, sondern halt auch eher so, wo es um Vektorgrafiken geht. Also von daher, ich habe das vielleicht nicht immer alles total im Fokus, aber ich beobachte das schon sehr aktiv mit. Und auch dafür fand ich es einen recht unerwartet großen Sprung jetzt nochmal, den das gemacht hat. Also zumindest, was man halt bisher davon sieht, wirkt schon erstaunlich gut zum Teil, ja. Ja, und ich meine, wenn man das so mitkriegt am Rande, wie OpenAI agiert, die trainieren dann halt auch ein Netz für, was weiß ich, die werfen da mal 10, 20, 30 Millionen Dollar rein, um dann dem Ding quasi alles zu geben, was man findet, was in irgendeiner Form als gelabelte Daten verfügbar ist und bohren parallel dazu das Netz selber noch auf, dass das dann ja auch irgendwelche Kontexte herstellen kann, irgendwelche Verknüpfungen miteinander machen kann und so weiter. Macht dir das Angst oder siehst du das eher als Werkzeug? Also mir macht das Netz an sich jetzt so keine Angst und ich sehe es tatsächlich auch als Werkzeug. Also wenn man mit sowas spielt, es gibt ja, ich sag jetzt mal, auch wenn es nicht ganz so toll funktioniert, aber es gibt ja auch offene solche Werkzeuge wie Art Breeder, wo man selber toll Bilder fusionieren kann und es macht brutal viel Spaß damit, was zu machen. Also das spreche ich dem nicht ab, das sind coole Werkzeuge, das macht Spaß. Was mich an OpenAI oft halt eigentlich ziemlich ärgert, sind irgendwie so einmal die Punkte, wie du schon meintest, die scrapen halt das Internet und trainieren halt auf irgendeinem Datensatz. Und du hast kein Mitbestimmungsrecht, ob dein Bild da jetzt drin landet. Die fragen nicht, die nehmen sich halt Bilder und scrapen es. Zum Teil kann man nachvollziehen, wo es herkommt, aber zum Teil irgendwie finde ich es ziemlich schwierig. Man sieht auch, dass relativ viel so Stockfotos drin gelandet sind offensichtlich. Ja, das finde ich dann auch problematisch. Ja, verstehe ich komplett. Das aus Fotografensicht ist das ja auch, glaube ich, die größte Angst, die man haben kann an der Stelle, ist speziell für die Leute, die mit Stock zum Beispiel ihr Geld verdienen. Die werden wahrscheinlich arbeitslos dadurch, weil letztendlich, wenn du offensichtlich, so wie es aussieht, wenn du den Textprompt ordentlich gestaltest, der da reingeht, dann kommt auch was raus, was du haben möchtest. Ja. Und ich kann mir gut vorstellen, dass dass solche Systeme in nicht allzu ferner Zukunft irgendwo einfach in allen möglichen Plattformen fertig integriert sind und dann hast du für deine Artikel automatisch generierte Bilder und da muss niemand mehr für bezahlt werden und so weiter. Bis auf dann so Firmen wie OpenAI, die ja den Zugang zu ihren APIs dann eben sich auch bezahlen lassen. So finanziert sich der Laden, ja. Genau. Ja, richtig. Das finde ich also, auch. Ja, Kritikpunkte sind natürlich schon gültig. Auch ein anderer Kritikpunkt, den ich jetzt gelesen habe, ist, dass das Trainingsdatenset ja alles andere als bias-free ist. Richtig. Also wenn du da sagst, gib mir mal Bilder von, also ich sage es bewusst auf Englisch, of lawyers, weil Englisch ist halt nun mal nicht geschlechtsspezifisch, zumindest ist es nicht explizit geschlechtsspezifisch. Das heißt, du give me pictures of lawyers und dann kriegst du halt Bilder von männlichen Anwälten und wenn du sagst, give me pictures of nurses, dann kriegst du halt weibliche Schwestern, Krankenschwestern. Also Geschlechtsbias ist da mit Sicherheit drin, weil der halt im Internet auch so besteht und die Daten da natürlich dann reinwandern.
ich denke, dass da jeder weitere erdenkliche Bias auch in irgendeiner Form mit abgebildet werden kann, wahrscheinlich wird. Auf jeden Fall. Und also wenn man mal schaut, auch in das Paper, dann schreibt OpenAI halt schon auch, sie haben versucht, irgendwie zum Beispiel auch dagegen vorzugehen, dass man Nudity, also Nacktheit, erzeugen kann und sowas. Das ist also sehr gegen amerikanisch, so ein paar Dinge, ne? Genau, also gegen so ein paar Dinge, also sagen sie, wie viel sie gemacht haben, ist dann auch ein bisschen fragwürdig zum Teil. Aber gegen manche Dinge gehen sie vor, aber gegen so krasse Bias-Sachen, die sie hätten ja versuchen können, das anzugehen und haben es aber offensichtlich nicht getan. Das Problem ist halt, bei solchen Systemen ist es immer furchtbar schwierig, Bias. Also rauskriegen wird man ihn nie, also schon allein, gar nicht vom Datensatz, sondern weil das Generationssystem an sich einen Bias erzeugt. Also man wird es nie rauskriegen können, aber man kann halt versuchen, dem gegenzuarbeiten. Mhm. Und das tun sie ja auch offensichtlich sehr bewusst nicht. Das ist ja auch irgendwie ein bisschen, das finde ich schon auch schade. Hätte ich mir ein bisschen mehr erhofft. Naja, so wie das nachher läuft, ist es ja, also ich weiß, wie es gerade bei GPT-3 läuft, also beim Sprachmodell von OpenAI, was ja dann eben auch Artikel schreibt und so weiter. Auch da hast du ja nur einen API-Zugang und darfst dich auch nicht wirklich ganz frei austoben. Da haben es dann teilweise schon die Apps, die du drauf aufbaust, die kommerziellen Apps, die du drauf aufbauen möchtest, die müssen von OpenAI tatsächlich freigegeben werden. Mhm. Und die wollen dann schon wissen, was du mit dem Netzwerk anstellst. Und machen damit quasi ihren eigenen Filter obendrauf in irgendeiner Form, der. Ich weiß es nicht, wie es funktioniert, aber ich vermute, das wird wahrscheinlich auch nicht anders sein als der App Store bei Apple, wo du halt hinterher Menschen irgendwo im sprichwörtlichen Bergwerk sitzen hast, die dann da halt Requests durchgucken nach irgendeinem Regelwerk, was ich nicht gefunden habe. Aber die haben mit Sicherheit in irgendeiner Form ein internes Regelwerk, nachdem die Sachen dann ja, erlaubt werden oder nicht. Nudity ist, glaube ich, was offen kommuniziert wird an der Stelle. Ich weiß nicht, was noch, aber das sind, glaube ich, so zwei, drei Sachen, wo sie sagen, das geht auf keinen Fall. Richtig, genau. Also ich habe es jetzt gerade auch nicht im Kopf, aber es gibt eine kleine Liste, wo sie es auch auf der Webseite dokumentiert haben, nach was sie wegfiltern möchten. Genau, ich glaube, also Profanity, Nudity, so klassische Sachen. Klassische Dinge, die ja vor allem in Amerika viel Anstoß finden. Naja. Da lässt sich jetzt ja dann, also egal wie man es sieht und egal wie kontrovers die Sache ist, aber mit dem Ding lässt sich nachher ja sehr viel machen und sehr viel erzeugen. Wie siehst du das mit den Skills der Leute, die dann vielleicht, also ich habe, was weiß ich, 20, 30 Jahre in meine Fotografie gesteckt, um ein Skillset mir zuzulegen, am Schluss dann einigermaßen intuitiv zu wissen, wie ich an die Sache rangehe, damit ich mich dann dem künstlerischen Aspekt widmen kann, ohne viel über die Technik nachdenken zu müssen. Das tut ja jeder, der in irgendeiner Form jetzt was Künstlerisches tut. Man muss halt die Werkzeuge meistern, um dann seine, ein großes Wort, Vision irgendwie da rauszukriegen. Da wird einiges von weggehen, oder? Wenn das durch solche Systeme dann ersetzt wird. Also zum Teil schon, zum Teil ist es auch vielleicht ein neues Tool, das man meistern kann. Also ich glaube, wenn man jetzt allein so ein Werkzeug wie das DALL-E irgendwo hat, dann, ja, da hat man auch gar nicht viel Spielraum. Ne? Da ist es eher so ein Casual Creator, da kann ich meine Sätze reingeben und ein bisschen Spaß damit haben. Na gut, ist DALL-E 2, kann es noch so In-Painting, man kann noch so ein bisschen gezielter Dinge ändern und so. Ja. Aber es ist, im Großen und Ganzen hat man keinen riesigen Spielraum, was man irgendwie machen kann. Aber wenn man ich kenne halt andere Künstler zum Beispiel, da gibt es Helena Sarin, die trainiert halt ähnliche Netze mit ihren eigenen Bildern. Also mit ihren eigenen Gemälden zum Beispiel. Und dann wird das so ein Fusionsprojekt, ne, aus selbst Acrylbildern von ihr und KI. Und erzeugen, also generativer KI. Und dann wird es wieder spannend. Also da gibt es dann Projekte, die halt KI oder solchen generativen neuronalen Netze als Tool benutzen. Dann wird es wieder cool. Also in einem künstlerischen Sinn. Und ich glaube, die anderen Sachen, so wie Artbreeder oder DALL-E, würde ich, glaube ich, eher so als so ein, ja, weiß ich nicht, ne, Casual Creator Werkzeug sehen, wo man halt ein bisschen spielen kann, aber ich glaube, damit kann man sich
nicht so tief ausdrücken, wie man es jetzt vielleicht meinst sonst du wirklich? Eigentlich also, machen möchte. Was ich gesehen habe bei einigen der Beispiele, die so gezeigt haben, wie dann, eines der Beispiele ist dieser, vielleicht hast du es auch gesehen, diese Ziege unter Wasser, die eine Karotte isst. Da hat ein, der nennt sich selbst AI-Artist, der hat mal diesen Prozess, also der ist wohl auch Beta-Tester bei DALL-E, und der hat diesen Prozess, wie er an dieses Bild, wie er am Schluss bei diesem Bild gelandet ist, mal ein bisschen gezeigt und hat das dokumentiert in einem Blogbeitrag. Und da siehst du schon, dass das auch wieder eine eigene Art von Kunst ist, die Prompts richtig zu machen. Also da hat er dann erstmal angefangen mit Baby Goat Underwater, und das war schon mal nicht schlecht. Und dann hat er dann irgendwie, wollte aber näher ran, dann hat er Baby Goat's Head Underwater, und dann hat er noch irgendwie die Bläschen dazu gefügt with Bubbles und Eating a Carrot, und hat also quasi dann schon seine Zeit gebraucht, um letztlich dann, also eigentlich ist es eine Skill-Verlagerung in Richtung gute Prompts bauen, die dann auch das richtige Ergebnis machen. Also es ist wahrscheinlich wie mit jedem Werkzeug, du musst halt irgendwie lernen, das Werkzeug nachher auch zu beherrschen, und das Werkzeug alleine ist nie die Lösung, sondern auch da musst du wieder irgendwo Skills bauen. Ja, man sieht es ja auch, Photoshop hatte ja auch jetzt irgendwie viel integriert. Also ich nutze Photoshop nicht so aktiv, aber ich habe es mal irgendwie gesehen, was jetzt irgendwie auch irgendwie Cooles drin ist, ne, wo du auch so mit auch nicht. KI Sachen verziehen, also Bilder erweitern kannst, und der macht ein sinnvolles Inpainting und so. Das ist schon auch spannend, sowas als Tool nutzen zu können dann. Ja, das finde ich aber noch eher Commodity. Also dieses, ich muss dieses Bild jetzt irgendwie, das ist hochkant, aber ich brauche es quer, und jetzt gucke ich mal, ob das Tool das irgendwie hinbekommt, dass mir so umzurechnen, dass hinterher keine komischen Artefakte drin sind. Das finde ich noch so täglich Brot von Leuten, die halt Grafik machen. Ja. Ne? Das muss man ständig tun oder irgendwas freistellen oder so. Ich meine, das ist sagenhaft, dass du heute sagen kannst, hier, klick mal hier drauf, stell mir das mal frei, und flupp ist der Hintergrund weg, und das funktioniert relativ gut, aber ich sag mal besser, auf jeden Fall schneller, als wenn ich es von Hand mache. Ich habe kürzlich Produktfotos hier gemacht, und da waren halt irgendwie die Produkte hinterher, die mussten unabhängig vom Hintergrund bearbeitet werden, und das hat halt Sekunden statt Viertelstunde pro Bild gebraucht. Ja. Das war schon erstaunlich. Also ich persönlich glaube, dass die Nützlichkeit von sowas tatsächlich mehr als nur so casual ist. Ich glaube, dass da mehr rauskommt. Und sei es nur als, ich weiß nicht, also ich könnte mir vorstellen, Ideengeneration zum Beispiel. Also Konzepte zusammenwerfen lassen, die du sonst vielleicht so gar nicht dir gedacht hast. Also gib mir mal 10 unterschiedliche Beispiele von, was weiß ich, seltsamen Blaubeerkuchen oder Dinge im Weltall, die sonst nicht im Weltall sind oder sonst was. Das stimmt. Witzigerweise halt eher auf so einer Textebene. Ne? Aber ich meine, klar, also wenn ich mir da ein passendes Bild dazu bauen lassen kann, hat es schon auch seine Vorteile. Ich weiß nicht, in meinem Kopf habe ich halt immer noch gerade so ein bisschen die schlimme Vorstellung einer Zukunft, wo halt diese ganzen automatisierten Werbeblogartikel halt jetzt auch noch alle random, coole, generative Stockfoto-Images kriegen und es immer die sich noch mehr tarnen können, weil die einfach sich instant voll generieren mit dem perfekt dazu passenden Stock-Image. Da kriege ich so ein bisschen meinen kleinen Horror immer. Das gibt mir auch die Creepies, aber ich glaube, so wird es kommen. Ich glaube, da wird es hingehen irgendwann, weil DALL-E ist nicht das einzige bildgenerative Modell. Da gibt es andere, die das auch versuchen und auch nicht schlecht sind. Also ich denke irgendwann, ich glaube, da wird vielleicht das Vertrauen in die Bilder insgesamt abnehmen. Das haben wir eh schon, so dieses, heute gibt es digitale Filter, Snapchat und Co. Es gibt, was weiß ich, auf Instagram wahrscheinlich kein Bild, wo nicht irgendwie Falten weggemacht werden und die Hüfte ein bisschen schmaler und was weiß ich alles. Also da gibt es ja genügend Beispiele, und ich glaube, die Leute, die verstehen das auch mittlerweile, dass da dran rumgedoktert wird an den Bildern. Und ich könnte mir vorstellen, wenn das hier tatsächlich zum allgemeinen Ding wird, dann werden die Leute halt auf die Bilder auch nichts mehr geben.
Vermutlich, ja. Also ich denke auch, da muss die Medienkompetenz halt nachziehen im Durchschnitt, dass Leute da irgendwie mit klarkommen. Also auch, ja genau, das ist die Frage, wie schnell das passiert. Weil ich glaube, das rechnen, also ich glaube, Leute, die halt affin sind mit Plattformen oder noch sowas irgendwie mit Instagram und TikTok, die wissen, dass da viel Filter drüber liegen. Aber ich glaube, Leute, die nicht affin sind auf diesen Plattformen, die sehen das auch immer noch nicht unbedingt sofort. Vielleicht. Ich frage mich, ob so Firmen wie OpenAI an der Stelle so ein implizites Watermarking machen, dass man es vielleicht feststellen kann. Weil die werden also ja genau diese Kritik auch um die Ohren kriegen. Das ist natürlich ein gefundenes Fressen für Fake News und Co. Auf jeden Fall. Ja, also es gibt halt auch die Forschung in die andere Richtung, ne, die halt versucht irgendwie, also es gibt einmal so Forschung, die versucht so Bilderkennung und GANs und sowas zu attackieren. Das ist auch irgendwie ganz witzig. Und es gibt halt schon auch die Forschung, die praktisch versucht rauszufinden, wie gut sich sowas dann unterscheiden lässt oder noch besser zu trennen. Und halt auch also so eine Deepfake-Erkennung und sowas. So vollautomatische Deepfake-Forensik quasi. Ja. Mhm. Also ich denke, die ziehen da natürlich mit, aber also weiß ich nicht, stell dir mal eine Zukunft vor, wo ich irgendwie erstmal jedes Bild irgendwie mit einer anderen App erstmal scannen muss, um rauszufinden, ob es ein Deepfake ist. Also wenn es mich wichtig ist in dem Moment, wäre auch irgendwie seltsam. Browser-Plugin, DALI-Detektor, Browser-Plugin und dann hast du ja rechts oben so eine rote Lampe, die angeht, wenn das Ding da rausgefallen ist. Könnte ich mir gut vorstellen, dass das tatsächlich nicht mehr kommt. Ich weiß von der Fotografie her, dass es ja, dass die zumindest so die Canons und Nikons dieser Welt auch Systeme anbieten, mit denen Bilder dann irgendwie kryptografisch signiert werden. Also du hast dann tatsächlich so eine Kryptosignatur auf deinem Bild. Ich glaube, die ist auch schon geknackt. Aber generell geht das, dass man quasi so eine Authentizitätssiegel, so ein digitales, an so ein Foto ranmacht, wo dann auch zumindest im Idealfall am Ende nachweisbar ist, dass dieses Foto nicht gedoktert wurde, dass da nichts damit passiert ist und dass das aus einer Kamera gefallen ist. Können wir vorstellen, so Polizei und Co., die freuen sich dann über sowas vielleicht oder wenn es halt irgendwie rechtssicher sein muss. Ja, aber ich glaube, da muss noch viel passieren. Also das ist, die Gefahr ist tatsächlich da. Jo, und jetzt von 1 bis 10, was sagt dir Dali? Oh, kannst du es einordnen? Von 1 bis 10, auf welcher Skala? Ja, das ist die Frage. Vielleicht machen wir mehrere Skalen. Also die Cool-Skala, da kriegst du bei mir relativ hohe Werte. Ich finde das schon auch cool. Da würde ich das schon auch irgendwie auf einer, weiß ich nicht, auf eine 8 setzen oder so. Und die Scary-Skala, die, oh Gott, wir werden alle Sterben-Skala. Relativ hoch. Das ist auch relativ hoch. Glaube ich, ja. Ein Pool der Superlative. Tja. Ja, also ich glaube, was mich da halt auch immer ein bisschen fuchst, ist, wenn man sagt, OpenAI, also A, veröffentlichen sie ja dann immer nicht das ganze Model, sondern geben das nur so teilweise frei oder über ihre API frei und sowas. Ne? Das ist ja irgendwie ihr Businessmodell, damit verdienen, ja. Genau, das ist das Businessmodell dazu. Und von so einer Forschungsseite ist es halt immer sehr bitter, weil man als einzelner Forscher oder vielleicht auch als kleines Uni-Institut immer kaum konkurrieren kann mit solchen Firmen. Ich glaube, aber da kannst du heute eh nicht mehr konkurrieren, weil die Hardware allein, die dahinter steckt, um das richtig, ganze genau, Zeug zu rechnen, also, die können sich nur noch ganz große leisten. Also das, was ich zu Hause hier auf meinem Rechner mit einer Grafikkarte irgendwie trainieren kann an Netz, das kann vielleicht ein Gesicht von einem, was weiß ich, kann Hund von Katze noch unterscheiden, aber dann ist auch schon gut. Und die haben ja quasi gefühlt unendliche Ressourcen. Ja, das ist monströs, ja. Aber das ist halt bitter, weil das Boot, also ja, du hast halt irgendwie so als kleine Forscherin halt echt irgendwie Probleme mit irgendwas mithalten zu können irgendwie, weil du immer, also ja, da gibt's halt jetzt ein paar große Player, die produzieren die krassen Sachen und man selber doktert halt irgendwie immer nur an kleinen Ecken rum. Oder man muss sich andere Nischen suchen, das ist jetzt gerade irgendwie meine Strategie, aber das fuchst mich halt schon, weil du es auch schlecht überprüfen kannst, wie wahr manche Aussagen sind, die da passieren. Ja, wenn man die Netze hätte, ausführen kann man solche Netze ja auf relativ kleiner Hardware im Vergleich zu den Trainingsläufen. Das heißt. Ja, zum Teil. Also das Problem ist halt auch manchmal, also ich, zum Beispiel die Grafikkarten, die ich zur Verfügung habe, die haben einen gewissen
die sind nicht mehr ganz so neu, die haben halt so einen gewissen RAM. Und allein, man bräuchte eigentlich viel größeren Grafikkartenspeicher, um das Netz genauso geil zu trainieren, wie die das trainiert haben. Und sowas steht mir zum Beispiel einfach gar nicht zur Verfügung. Und dann kann man es. Naja, es steht dir zur Verfügung, wenn du. Ja, wenn ich sehr viel Geld hätte. Wenn du sehr, sehr viel Geld hättest, dann könntest du dir sowas auch bauen, wahrscheinlich. Das ist richtig, ja. Na gut, also, wie verbleiben wir? Cool and scary at the same time, oder? Ja, ich glaube, das trifft es ganz gut. Haben wir noch irgendwas Wichtiges vergessen? Irgendwelche Punkte? Spontan glaube ich nicht. Alles gut, dann werde ich mal deine Infos in die Beschreibung packen und dann sollen sich die Leute mal umgucken, für wie handgebaute Maschinen wunderschöne Kunst erzeugen können. Und ja, vielen Dank für deine Zeit. Und ja, danke für die Einladung. Ich bin mal sehr gespannt, wo das noch hingeht. Mach's gut.